Ich glaube, es war ganz wichtig, dass wir heute so eine Leistung gezeigt haben, weil, wie gesagt, was wir heute als Verein hier gezeigt haben, ich glaube, da gilt es weiterzumachen. Und zwar, dass die Mannschaft so spielt, dass hier so eine Stimmung im Stadion herrscht. Und wir brauchen das, weil, wie gesagt, wir haben jetzt 23 Endspiele. Und ja, da müssen wir am Montag weitermachen, wo wir heute angefangen haben. Ja, ich glaube, dass wir bis zum 1-1 einfach ein echt gutes Spiel gemacht haben. Sowohl gegen den Ball als auch mit Ball. Ja, ich will nicht sagen ebenbürtig, weil wir doch viel hinterhergelaufen sind, aber das haben wir sehr gut gemacht. So mit der Einstellung, mit der Mentalität sollte uns das Auftrieb geben auf jeden Fall für die Liga. Ja, ich glaube, wir haben heute das auf den Platz gebracht, was von uns alle erwarten. Und das war Teamgeist, mannschaftliche Geschlossenheit, Zweikampfverhalten. Und dann sieht man, wenn man das auf den Platz bringt, dann kann man selbst den großen FC Bayern ärgern. Wir wussten, dass sie im Moment eben nicht in dieser Top-Verfassung sind, was sie eigentlich sind. So, und deswegen haben wir uns im Vorhinein schon ein bisschen was ausgerechnet. Gerade mit den Tugenden, was wir an den Tag gelegt haben, eben mitzuhalten. Und das ist uns gelungen. Am Ende des Tages läuft sie viel hinterher. So, und das haben wir aber, wie gesagt, sehr gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen das Positive herausziehen, dass wir den großen FC Bayern kurz vor der Niederlage hatten. Wir haben es heute sehr gut gemacht. Wir haben sehr kompakt zusammengearbeitet und als Mannschaft auch sehr diszipliniert gestanden und nicht von unserem Plan weggewichen. Und ich glaube, wenn wir das mit rüber in die Liga nehmen, dann werden wir auch sehr bald wieder sehr positive Ergebnisse einsammeln. Da geht es aber dann, wie gesagt, das auch umzusetzen, dass wir das transportieren und nicht nur in einem großen Spiel für uns, sondern wir haben gesehen, dass wenn wir alles reinwerfen, dass jeder für den anderen kämpft und marschiert, dass einiges möglich ist. Und die Qualität sowohl mit und gegen den Ball haben wir, das haben wir heute gesehen. Und deswegen sollte uns auf jeden Fall Auftrieb geben.